Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zur neuen Aufnahme von Transport Viva 2 in unserer Region Düsseldorf. Ja, ich habe ja beim letzten Mal etwas entnervt aufgegeben, wobei wir haben das Video ganz normal zu Ende gebracht, aber es war echt schwierig, diese Treibstofflinie aufzubauen. Da gab es dann doch einfach nur Probleme mit der Elektrizität einiger Gleise und von daher hat das nicht funktioniert und mir das letzte Haar geraubt. Und wenn ihr mich kennen würdet, da sind nicht mehr viele. Von daher habe ich mich erholt. Einen Tag später kann es wieder weitergehen und ich habe direkt Ideen zu dem Thema. Gehen wir mal direkt rein, denn wenn wir uns die Statistik anschauen, wie es ausschaut, das ist die Ölraffinerie, die also Rohöl benötigt, um letztendlich Öl herzustellen. Die hat auf jeden Fall Potenzial. Hier liegt momentan nichts, da kommt viel zu wenig an. Währenddessen auf unserer, das habe ich jetzt gar nicht geöffnet, fällt mir gerade auf, hier in unserer, was ist das wiederum? Da, wo Rohöl hergestellt wird, die Raffinerie, jetzt fällt es mir ein, da liegen mehr als genügend rum. Also insofern müssten wir schauen, dass wir da mehr von dem Rohöl zur Ölraffinerie kriegen. Ganz schwieriges Wort. Und dann dementsprechend auch weiter rüber zur Treibstoffraffinerie, weil dort ist das Level ja auch noch lange nicht erreicht. Es ist zwar so, und wo ich euch das jetzt gezeigt habe, ist natürlich eine Idee da. Ich habe einen Zug übrigens nochmal verlängert von den 8 Waggons auf 12. Haben also jetzt 2 lange Züge fahren. Das tut uns ja schon mal gut. Aber ich denke mal, was uns besser täte, wäre in dem Fall eine Linie, die wirklich nur das Rohöl hier rüber bringt. Ja, um dort das mehr herzustellen. Ja, und wenn die nämlich hier eintreffen, dann sind die auch nicht voll. Also insofern, glaube ich, wäre eine Verbindung einfach nur hierher, wäre erstmal das Richtige. Das wäre also eine neue Linie. Denn, und das muss man auch in der Übersicht dann nochmal sehen, wenn wir uns ja mal Düsseldorf anschauen, das, was wir momentan an Rohöl versorgen, ist völlig ausreichend. Das heißt, wir müssen jetzt nicht noch mehr Treibstoff nach Düsseldorf bringen. Aktuell, das kann sich natürlich immer ändern. Die Stadt wird ja auch größer, aktuell 1231 Einwohner, weil wir vieles im Griff haben. Natürlich noch nicht perfekt, klar. Aber es sind ja viel, viel mehr andere Anbieter da. Mettmann zum Beispiel braucht ebenfalls Treibstoff. Felbert, wenn wir machen wollen. Lüdenscheid selbst, was in der Gegend ist. Also ich sag mal, hier gibt es schon große Städte und ich würde da Mettmann auf jeden Fall erstmal bevorzugen. Wir gucken uns aber mal eben, das habe ich noch nicht gemacht, an, wie viel wird denn überhaupt benötigt. Naja, das ist nur ein ganz kleiner, minimaler Bereich, der sich hier tut. Wir können aber dann auch nochmal auf Düsseldorf gucken, weil da war es ja auch nur ein kleiner Bereich. Mal gucken, ob der groß gewachsen ist. Also ist für mich jetzt nicht zu sehen, dass es sich groß gewachsen hat. Das tummelte sich hier und das tummelt sich auch weiter hier. Also man sieht, da ist jetzt nicht so eine mega Nachfrage, weil das aber auch alles bei Mettmann und bei Düsseldorf Rohstoffe oder ja, Bedarfe gewesen sind, die dazugekommen sind. Also die ersten beiden sind ja immer die Grundbedarfgeschichte und das ist in Lüdenscheid und Felbert zum Beispiel schon anders. Jetzt ist Felbert keine große Stadt, aber im Verhältnis zu Mettmann braucht es schon relativ viel Treibstoff. Ja, könnte man also jetzt so als Projekt sagen, okay, wir werden jetzt Felbert noch angrenzen, weil das ist ja auch, Lüdenscheid wäre natürlich noch näher, aber das ist natürlich auch machbar, weil wir von Mettmann nach Felbert dann noch auch den Zug weitermachen können, sprich die S-Bahn-Linie, das wäre ja auch eine Verbindung, die uns da auch nochmal ganz gut tut. Wir können ja mal schauen, wer aus Felbert wohin will. Ja, Dortmund, Lüdenscheid, ein bisschen auch Mettmann, ein bisschen Rating, sehr wenig Rating, aber das wäre natürlich dann die Umsteigemöglichkeit über die Düsseldorfer Linie, die wir hier sowieso schon fahren. Also, das wäre unser Ziel. Als erstes gehen wir, wie gesagt, die neue Linie hier an. Wir müssen mal eben schauen, wenn der losfährt, muss der eigentlich auf dem Gleis losfahren. Jetzt liegt... Nee, das ist ja nur eine Information, dass es insgesamt da liegt. Das liegt ja nicht auf dem Gleis, oder? Weil ich würde gerne die Durchfahrt nach hier nicht blockieren. Also wenn, höchstens nach dort kurzfristig. Das wäre jetzt die Idee. Ich weiß jetzt nur nicht, ob... Aber das teilt sich dann nachher auf, wenn wir das machen. Wir versuchen es mal so, sonst stricken wir das um. Erstmal fangen wir eine neue Linie an. Wir müssen ja hier nichts neu großartig bauen. Machen also hier Wuppertal Ost... Einfach nur das Rohöl nach Lüdenscheid, müssen wir auch noch umbenennen. Ne? Gucken wir hier, jetzt wird er zum Beispiel dahin fahren, wo ich es gerne hätte, nämlich auf Gleis 2 sozusagen. Der soll auf jeden Fall, nein, der darf nicht warten, bis er voll ist, denn rein theoretisch blockiert er sonst zu lange jemanden. Ich würde trotzdem sagen, Vollladen einer Fracht, aber da passen wir mal auf, dass wir wirklich nur höchstens die
Ja, 60 Sekunden warten, weil es sonst, wie gesagt, wirklich schwierig sein könnte. Was soll er tun? Er soll laden das Rohöl und soll, na da nicht, soll entladen hier das Rohöl. Mehr ist erstmal nicht deine Aufgabe. Das bekommst ja wohl hin, ne? Ja, dann würden wir das auch CZ9 nennen. Lüdenscheid, Hashtag. Rohöl wäre das ja dann. So, wir gucken uns auch mal kurz in Lüdenscheid an, auf welchem Gleis der da stehen bleibt. Da würde er auch auf dem Gleis stehen, dass ich Durchfahrt gewähren möchte. Deswegen müssten wir mal eben hier die CZ9 auf Gleis 2 machen. Das ist ja, tut dem Ganzen ja grundsätzlich keinen Abbruch, wobei sie dann doch nur auf einem Gleis fahren, weil die hier wahrscheinlich nicht rüberkommen. Korrekt, dann brauchen wir hier noch ein kleines Zwischengleis. Diesmal das richtige mit Strom. Na, das habe ich mir fast wieder gedacht, dass das nicht funktioniert. Aber so langsam haben wir es ja raus hier. Die Geschichte. So, du müsstest hier auf jeden Fall aufpassen, falls da schon jemand hier drin ist, darf er nicht reinfahren, weil er will ja jetzt hierher fahren, wie ich das möchte. Ja, genau. So, einmal noch mal gucken und dann hier natürlich die Rausfahrt, damit es schnell, dann ist ja eigentlich alles geklärt, würde ich sagen. Zwei hier, zwei da, dann passt das schon. Ja, dann haben wir hier auch praktischerweise ja aus Verzweiflung damals hier ein Zugdepot gesetzt und da käufen wir uns jetzt mal ein wunderschönes Löckchen und ein wunderschönes oder wunderschöne Waggönchen. Die kleinen sind ja eigentlich wunderschön, ne? Aber für unsere Zwecke nicht mehr ausreichend. So, 12 Mal. 12 Mal Maximum. Zack. Du sollst dich gut erholen und für die CZ9. Er meckert nicht, dann geht's los. Dann lasst uns das Spiel doch mal anschauen. Jetzt ist wirklich die Frage, seht ihr, jetzt kommt da was. Der verteilt jetzt auch um. Das ist ja auch gut so. Aber heißt natürlich, dass er am Anfang wahrscheinlich jetzt nicht komplett voll sein wird. Er soll ja nur 60 Sekunden warten. Aber das wird sich besser umverteilen, denke ich mal, auf die Zeit. Das braucht jetzt ein paar Touren und dann wird das laufen. Jetzt hat er gerade mal 27. Wenn jetzt einer von hier käme, müsste der natürlich halten. Da haben wir ein Signal hingemacht, das passt. Wie es jetzt gerade passiert. Und der kommt auch noch rein, der würde aber jetzt hier halten. Haben wir ja auch ein Signal, also es könnte jetzt eher sogar rausfahren, wenn es so weit wäre. Das tut er auch gerade, um einfach mal zu zeigen, dass es funktioniert. Hat jetzt 45 aufgenommen, während er jetzt natürlich die kompletten 240 aufgenommen hat und damit quasi hier auch schon mal weiter abräumt. Dann schauen wir uns das ganze Spektakel hier an. Der wartet auf freie Züge, der Wege. Die zweite Frage wäre halt, ob wir das ja, entstehende Öl dann auch noch irgendwie mit einer Zwischengeschichte könnte auch er übernehmen. Aber ich denke mal, das ist besser, wenn wir das die anderen machen lassen. Wenn wir den dritten Zug, der bis nach Wuppertal Stahlwerk dann fährt, auch noch lang machen, nochmal 4 Waggons dazu, dann haben wir das Maximum ja da auch und dann sind wir da ja auch nochmal, ja, insgesamt 80 Einheiten mehr, die wir transportieren. So, er fährt jetzt hier auf das andere Gleis, wie ich gerne möchte, und liefert das jetzt an. Denn ihr seht hier jetzt nur noch eins auf Lager, viel zu wenig. Da hinten schlummert es. Hier liegt nur eins zur Verarbeitung, ist also definitiv Potenzial. Und der andere Zug, der ja dahinter klemmen sollte, der kann nämlich jetzt hier, weil er sowieso weiterfährt. Deswegen war das die Idee. So, er fährt wieder zurück. Machen wir eben auf schnell, gucken wir mal, wie viel sich da mittlerweile schon hat entwickeln lassen. Er bringt da jetzt auch die ganzen Schwung, deswegen gucke ich hier mal ein bisschen zu.
sollte die Produktion aber schon hochgehen. Vor allem braucht er auch zwei Rohöl, um ein Öl herzustellen. Das muss man ja auch bedenken, ne? Also das ist ja das Verhältnis etwas schwieriger. Aber dann muss unsere nächste Aufgabe sein, natürlich dann die Infrastruktur auszuarbeiten nach Mettmann oder wo wir auch immer jetzt hin wollen. Jetzt liegen hier zum Beispiel schon 126. Ja, das ist ja gut. Für den anderen liegen 280. Der kommt ja jetzt auch reingedüst. Und das ist noch der kleine, wie man sieht. Ach, übrigens. Wo war gerade in der Nähe? Aber das würde ich jetzt dann doch lieber da hinten machen. Ihn zu verlängern. Dann lassen wir uns auch mal eben angepinnt. Wenn der hinten ist, dann passt das besser. Und der hat jetzt wie viel übergelassen hier? 147, das passt. Denn die Produktion ist hier ja auch noch nicht am Ende. Ne? Das muss man ja auch bedenken. So, wenn er nachher bei dem Treibstoff angekommen ist, ziehen wir mal kurz rein in das Depot, was da ist. Das passt nämlich mit dem anderen Zug auch ganz gut und machen ihm nochmal vier Waggönchen dazu. Werden wir aber jetzt erstmal ihm hier folgen nochmal. Er hat jetzt 167 geladen und das ist ja schon besser als vorher. Und hier sind mittlerweile genug Öl zum Produzieren, also ist da auch, dürfte da auch wiederum mehr Öl liegen. Alles das, wie wir es uns gewünscht haben. Ja, auf diese Optimierung muss man immer wieder mal gucken, bei allen Geschichten. Mir fiel zwischendurch auch irgendwas im LKW-Bereich aus, habe ich auch mal eben zwischendurch offline gemacht. Sonst wird man nicht besser, das entwickelt sich ja auch alles. So, der bringt das jetzt, hat 4,4 Millionen mal eben gebracht, darf jetzt wieder fahren, den gucken wir uns dann nur in der Übersicht an und hier liegt jetzt 423 Rohöl und hier wird jetzt fleißig produziert, während er jetzt hier und den beobachten wir jetzt mit insgesamt 80 dann nur, aber auch das wird besser hier rüberfährt und wenn der da ist, was ja nicht lange dauert, dann schicken wir ihn eben rein. Abladen soll er eben, damit das nicht verloren geht, aber optimalerweise nichts aufladen, ein bisschen hat er jetzt, egal. So. Dann können wir ihn eben bearbeiten. Das heißt 1, 2, 3, 4 dazu und wieder rausjagen auf die 8. Dann fährt er nämlich jetzt direkt wieder hier hin. Das ist das Praktische hier. Macht jetzt da hinten, hätte jetzt eine Leerfahrt mehr oder weniger gemacht, während er hier natürlich jetzt schön auch das nächste Benzin mitnimmt. Also da läuft es gut. Das ist jetzt gerade der Zug. Gucken wir noch, wie viel Benzin liegt hier. 13, das ist natürlich nicht viel. Hat aber jetzt genügend da. Also da muss die Produktion sich jetzt verbessern. Und die anderen werden ihm ja auch immer wieder was bringen. Ja, wenn er so einen Zug übrigens manuell losschicken will, weil die schon wieder in Pipeline sind, in dem Fall wird es Sinn machen, dann macht es einfach auf Wenden und dann macht er das. Habe ich vorhin einmal gemacht. Macht ja auch Sinn. Er hat wieder 156 geladen, also insofern, da brauchen wir uns aber jetzt nicht weiter drum zu kümmern. Das läuft. Dann lass uns mal schauen, was wir damit draus jetzt machen können. Wie gesagt, Velbert wäre die Option meiner Meinung nach die bessere. Weil Mettmann, natürlich möchten wir, dass Mettmann auch größer wird. Ja, können wir natürlich auch ein bisschen was geben. So ist es nicht. Man kann ja jetzt über so ein Verteillager reden, was wir machen, ne? Wenn ich jetzt mal sehe, wir haben hier den Bahnhof. Da könnten wir rein theoretisch ein drittes Gleis. Ach, den nutzen wir ja noch gar nicht. Das ist der, den wir noch nicht angezapft haben. Brauchen wir aber auch nicht, weil natürlich noch nicht so viel da ist. Aber wir könnten jetzt den gleichen Gleisstrang nutzen und hier ein drittes Gleis hinmachen. Also, ne, damit der da reinfährt, aber elektrisch. Und dann könnte man hier ein schönes Verteillager machen mit LKWs, die einmal nach Velbert fahren, einmal nach Mettmann fahren. Damit man braucht, ich sage jetzt mal, nur einen, während hier zwei fahren. Und schon hätte man die beiden Städte angebunden. Das würde mir doch sehr gefallen. Dann lass uns mal mit dem Bahnhof anfangen. Wir werden einmal Gleise dazu machen und eine Plattform. Wo war das denn jetzt mit dem?
Die Plattform ist klar, aber ich suche jetzt eigentlich. Suche jetzt eigentlich das mit der Elektrifizierung. Wo habe ich das denn gefunden? Ach, hier Werkzeuge. Siehst du? Ah ne, das ist. Hä? Das ist nämlich nicht elektrifiziert. Dann hätten wir nämlich wieder das nächste Problem gehabt. So. Müsste aber mit den Gleisen doch eigentlich glatt laufen, oder? Das machen wir erstmal. Signale aufpassen. Ach ja, der muss ja auch wieder darüber. Deswegen müssen wir eben jetzt hier auch noch ein Gleis machen. Dementsprechend muss er hier warten und er hier warten. So, dann stimmt wieder alles. Dann können wir uns jetzt nochmal die Mumifizierung, hätte ich fast gesagt, anschauen. Ja, das ist jetzt alles okay. Dann hat es hier doch ein drittes Terminal. Hat er das auch angenommen? Yes. Und dann würden wir hier drauf jetzt die Geschichte ausbauen. So. Wenn wir da jetzt schon mit dem Gebäude starten. Na, hier ist ja noch keine Straße. Ich glaube, dass es daran liegen wird. Ich muss mich noch gerade kurz orientieren. Wir haben hier den Straßenzugang nach Mettmann. Das ginge hier durch, natürlich nur mit teuren Tunneln, aber das ist hier nicht anders möglich. Nach Färbert sieht etwas anders aus. Dann lass uns da mal damit anfangen. Fangen wir mit den Straßen an. Können wir jetzt hier quasi direkt mit einer Landstraße beginnen? Eine große auch direkt. Die mal einfach so querbeet hierher fährt. Ist ja echt kein langer Weg, ne? Grundsätzlich wollte ich jetzt hier so nah wie möglich dran. Das Problem ist jetzt nur, ich will einmal gucken, ob der das jetzt machen würde mit dem Gebäude. Dass das weiß wird. Das ist einfach nur ein Test. Ich möchte es nur anders machen. Nicht, dass das nachher nicht funktioniert. Na, nimm das. Ich glaube nämlich, es braucht eine Straße dafür, aber das macht er trotzdem nicht. Ist gerade ein bisschen verzwickt, oder liegt das wieder an so einem Gütergebäude? Da hatte ich ja, glaube ich, schon mal mit rum hantiert. Ja. Und dann braucht das auch gar nicht so weit weg, weil die ist jetzt mit der Straße verbunden. Das Gütergebäude und jetzt machen wir es mal schön. Und dann klappt das auch. Abreißen. Weil dieselbe Straße könnte dann weitergehen nach Mettmann, aber ich würde jetzt quasi sagen, wir machen hier eine ja, kleine Landstraße, die wir quasi von hier daran bringen. So, und jetzt können wir dieses Megagebäude ja, weil hier brauchen wir dann, nehmen wir mal 32 Meter, machen wir uns da mal schon ein Riesending draus. Jo, das ist dann das Hotellager. Was ist hier überhaupt Mettmann Ost? Es gibt sogar Ob-Mettmann statt Ober-Mettmann, sehr ähnlich. Ich würde das jetzt einfach Mettmann Verteillager nennen. Und dann hätten wir ja schon die Möglichkeit. Jetzt müssen wir mal gucken, wo in Mettmann. Das kleine Stück müssen wir übrigens auch noch. Das habe ich auch schon gestört. Straßen, Stadt,
groß vergrößern. Zack. So. Wo inmit man jetzt genau die Geschichte ist? Und zwar hier hinten ist die Industrie. Bedeutet also, wenn ich da eine Station hinmache, könnte der hier wieder zurückfahren und wir wären alle happy. Dann machen wir das dahin. Das wird auch einfach nur so eine Straßengeschichte. So. Dann wäre die neue Linie, die übrigens mal eben kurz gucken, wie sind wir denn jetzt? C19, jetzt C20 heißen würde. Die würde von hier nach hier fahren und würde quasi hier auch warten, dass er voll ist. Tut das aber, sage ich jetzt mal, 120 Sekunden lang, würde den hier Treibstoff mitnehmen und würde hier den Treibstoff entladen am Tannenweg. Ja, dann ist das so. So, was haben wir gesagt? C20. Das C genannt. Doch. Ist gerade unsicher. C20 Strich weg. Moment mal. Treibstoff. So, dann wäre die erste Geschichte fertig. Die zweite Geschichte geht jetzt nach Felbert. Da machen wir es dann genauso. Hier ist das Ganze direkt hier am Anfang. Das ist ja praktisch. Ich würde nur trotzdem, weil Felbert sich ja auch noch entwickeln soll. Die Landstraßengeschichte dann ab hier hin machen. Das passt auch ungefähr vom... Was macht der mit Kollision? Warum? Der soll ja hier kollidieren. Soll er das mitnehmen? Dann machen wir es so rum. Dann will er wieder. 3,4 Millionen für diese wunderschöne Straße. Bam, bing, bam, boom. So. Ah ne, das solltest du eigentlich nicht machen. Wenn man wieder so ein bisschen, ne? Dann ist das eine ganze Landstraße. Fertig. So, dann haben wir jetzt hier aktuell diese Industrie. Da würde ich zum Beispiel auch hier eine Straße durchmachen. Dann können wir das nämlich auch für die Rückfahrt nutzen. Gebäude. Aktuell ausreichend, wenn ich das hier hin mache. Zack. Und dann wäre die neue Linie C21 von hier nach hier. Auch hier dasselbe. Auch habe ich 2 Minuten gemacht, ne? Ich meine ja. Treibstoff und Treibstoff raus. Und das Ganze heißt dann C21 Felbert Hashtag Treibstoff. So, jetzt haben wir das ja aufgebaut. Jetzt müssen wir natürlich noch die Linie machen, die uns dahin jetzt was liefert, nämlich Treibstoff. Das ist aber auch alles schon fertig, nämlich einmal von hier, dann aber zum ersten Mal hier und dann auf die 3. Genau, so fährt er schon wunderbar. Hier oben müssen wir mal eben gucken. Hier fährt er nämlich nicht wunderbar. Weil er hier nicht rüberkommt, sehe ich gerade. Aber ansonsten wäre das alles okay. Dann können wir das nämlich schon mal einstellen. Er soll vollladen einer Fracht. Ja, da müssen wir jetzt aufpassen. Dann machen wir erstmal mit kleineren, ich sag das schon, vollladen einer Fracht. 90 Sekunden, anderthalb Minuten darf er da im Bahnhof drin stehen bleiben. Der darf auch gerne das andere Gleis nutzen, was wir ja noch nicht nutzen. Wir machen ihm jetzt hier was rüber. Deswegen blockiert er ja auch nicht so.
Soll nämlich da Treibstoff laden und was ich gerade noch nicht ausgesprochen habe, wir machen da weniger Waggons, damit wir da jetzt uns auch nicht zu viel wegnehmen. Wir müssen die Produktion ja auch erstmal aufbauen. So, das wäre die CZ10, wenn da oben nichts ist. Ja. CZ10. Mettmann Verteillager. Hashtag Treibstoff. So. Ja, dann war jetzt noch das hier zu machen, dass der auch darüber kommt. Dann lass ihn das ruhig da machen. Wenn wir das länger ziehen, dann geht das ja auch schneller. Aufpassen. Dann müsste der Braune jetzt hier rüberfahren. Wunderbar. Ganz arg wunderbar. So, dann holen wir dem noch einen Zug. Das kann jetzt sein, dass der erstmal nicht so wahnsinnig beliefert wird, ne, aufgrund der Tatsache, dass er, dass die anderen natürlich ein bisschen mehr abnehmen, sozusagen. Ich überlege auch gerade für die kleine gerade Strecke, ob wir nicht den Tuff-Tuff nehmen sollen. Der ist nämlich wesentlich günstiger in dem Ding. Das machen wir auch. Den nehmen wir. Bei den Cargo haben wir keine Wahl. Wir müssen nur gucken. Oder wir haben eine Wahl. 333 pro Jahr. Ich kann ja hier auch kleinere nehmen. Guck mal, 180 nur. Eine Anschaffung auch günstiger. Der kann zwar nur 15 nehmen, aber dann können wir ihn ja auch lang lassen. Und das kleine Möfchen, das wird zu wenig. Also wir nehmen den. Dann können wir ihn, was haben wir vorhin, haben wir mal 8, mit 8 angefangen. Wie viel kann der lagern? 15. Na komm, wir nehmen trotzdem die 10 dann statt mal so als. Ne? In kleinerer Option hat der 150 in der Kapazität, der fährt nicht so lange. Finde ich völlig okay. Gut, der soll noch aufpassen auf sich und dann soll der in die CZ. 10 steht jetzt wahrscheinlich hier oben. Ja. So, dann schauen wir uns das mal an. Wobei wir haben hier hinten noch keine LKWs. Das ist really entscheidend. Ich würde auch hier jetzt wirklich mal so ein LKW-Depot hinmachen. Macht ja Sinn, wo wir hier sowieso sehr viel haben. Das passt ja auch schön. Obwohl, vielleicht müssen wir dann nachher. Ja, machen wir hier. Komm. Vielleicht muss da noch ein Gebäude hin. Ich weiß es noch nicht. So, was brauchen wir? LKWs. Cargo in the Cargo. Davon haben wir diesen Anbieter genommen. Lass uns für die eine Stadt den hier nehmen. Mettmann brauchte nur einen. Während wir für Velbert dann den nehmen. Dann brauchen wir ja, aktuell auch mal einen. Wir gucken uns das erstmal an. Wir werden auf jeden Fall beide zur Wartung freigeben und der eine geht auf die C. Wo sind wir denn? Da. Den habe ich gesagt, der geht nach Mettmann und der geht nach Velbert. Gut. Die kommen da raus. Das ist schön, aber erstmal möchte ich gerne den Zug hier sehen, was der jetzt da bekommt. Kicken wir uns mal an. Oh, das ist schon mal scheiße, Entschuldigung, weil er nämlich jetzt nicht rüber kann. Weil ich dann doch das Ding falsch gemacht habe. Kann ich das jetzt hier so? Na, dann fährt er wieder rein. Und dann lassen wir noch mal reinfahren. Bringt ja alles nichts. Den Turn habe ich ja hier gemacht und nicht da. Jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt muss ich es doch näher ranziehen. Ja, immer diese Fehler. So, dann können wir das ganze Gleischen wechseldicht wieder wegmachen. Der ist aber allerdings richtig. Das ist gar kein Signal. So, dann müssen wir nämlich hier einmal das wegmachen. Ich mache sie jetzt mal so weg. Müsste reichen. Dann können wir nämlich jetzt hier, glaube ich, kreuzen, oder? Ich glaubte es auch nur. Ich hoffte es vor allem. Ah, da. Wollte gerade schon wieder schimpfen. Wo ist denn jetzt wieder das Problem?
Er kommt ja nicht von da, das passt schon. Das passt so. Gut, jetzt müsste er eigentlich auch... fahren dürfen. Und aufs richtige Gleis dürfen vor allem. Jo, guck mal schön. Das passt übrigens auch, dass die blau sind. Guck mal, hier passt auch mit dem blauen Zug. Also rein optisch gesehen ist uns da auch richtig Gutes gelungen. Steht denn da schon was für euch? Auch guck mal ein, wie süß. Ja, wie gesagt, die Produktion muss ja eh nach oben gehen. Guck mal, die geht aber auch gerade nach oben, weil wir mehr bekommen. Also insofern haben wir alles richtig gemacht. Wir machen jetzt mal auf schnell warten. Anderthalb Minuten, glaube ich, fährt er ab. Aber das geht ja jetzt dann auch fix. Ich möchte den nun mal begleiten, dass er da auch alles richtig macht. Da fährt er, 33 für die anderen. Und dann nimmt er auch die Fahrt auf selber Schiene. Das war ja alles sehr easy. Ne? Also im Vergleich zum letzten Mal, wo ich mich ja wirklich mega aufgeregt habe, hat das ja alles sehr gut funktioniert. Hier liegt jetzt echt viel Rohöl, normales Öl. Das hat sich auch schon verbessert. Und dann fährt er auf das andere Gleis rein. Wunderschön. Jetzt müsste das nur hier ingeliefert werden. Ja. Wie er das verteilt, ist wieder seine Sache, aber perfekt. Klappt gut. Was mir nur jetzt gerade auffällt, ist, hatten wir denen eigentlich gesagt, die sollen warten, weil die schon weg waren. Ich meine aber schon, das mache ich doch eigentlich jetzt immer, oder? Ja, hatte ich. Die 2 Minuten waren halt noch rum. Ne? Aber jetzt zum Beispiel bringt er was nach Mettmann und er bringt was nach Felbert. Das muss er jetzt sich jetzt einspielen. Er hat schon 6 gelagert, geliefert. Dann wird jetzt Mettmann dementsprechend noch ein bisschen größer. 34 brauchen die nur. Das ist natürlich nicht viel. Das braucht Felbert. Das ist dann auch gar nicht entwickelt. 37, aber das wäre jetzt so zum Beispiel der nächste Schritt, dass wir Felbert an Mettmann anschließen. Ich gucke aber nochmal auf die Übersicht, wie ich das grundsätzlich haben wollte. Ja, das war so Felbert, Mettmann, Wuppertal, Düsseldorf. Das war so diese Strecke. Das wird die S8 dementsprechend auch nochmal aufwerten. Wir haben hier übrigens sehr viele Menschen stehen. Ja. Das müssen wir jetzt eh überblicken. Aber ich denke mal, der Schienenstrang, der kann jetzt hier so noch weitergehen. Und da werden wir schon nach Mettmann kommen, nach Felbert kommen. Wo dann letztendlich ja sowieso ein Endbahnhof ist. Gut, gucken wir da nochmal ganz schnell hin. Dann ist, glaube ich, das Video, wenn wir mal eben auf die Zeit gucken, eh rum. Aber wie viel nimmt der jetzt damit grundsätzlich? Hat jetzt, oh ja, guck mal, 28 bekommen. Das wird auch besser. Das müssen wir natürlich nochmal optimieren, wie immer, wie alles. Aber ich denke, wir sind in der Ecke auf einem richtigen Weg. Kann man doch wohl so sagen. Ja, zeitlich ist es auch soweit. Gut, ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin macht's gut und bleibt gesund. Ciao, ciao.